Happy Glühwein, Happy Lebkuchen und Happy Stress in the Einkaufszentrum, sage ich und begrüße euch zum Let's Play Christmas Shopper Simulator 2, das lang erwartete Sequel ist endlich da, des Klassikers aus dem vergangenen Jahr. Und ja, wir haben jetzt ein dreistöckiges Einkaufszentrum, in dem wir uns austoben können und das Spiel spielt, wie hier schon steht, am berühmten Black Friday, der letzten Monat war, 27. November. Und da ging's ja ganz schön zur Sache und das Spiel fängt das alles wunderbar ein, deswegen starten wir ein neues Spiel. Und das Schöne ist, wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, einen Charakter zu wählen. Wir haben Average Joe, wir haben die Shopper Lady Person und wir haben freischaltbare Figürchen, nämlich Fly oder McFly. Praktisch, da müssen wir für unsere Weihnachtsgeschenke wenigstens nichts bezahlen, können uns ins Restaurant setzen und einfach die Kuchenkrümel wegnaschen. So, ist der Keksmann, der hat wohl einen am Keks. Und Mr. Ameise ist auch noch am Start. Aber wir nehmen erstmal Average Joe. Und ein schönes Outfit. Oh, dieser Norweger Pulli ist ja schon mal herrlich. Die Intelligenz ist nicht allzu hoch. Hat die mehr Intelligenz? Oh ja. Aber sie hat keine sie ist nicht Magic. Er ist stärker. Okay, ich nehme mal ihn. So. Okay, da sehen wir schon mal ein Zitat von Otto von Bismarck. Oh, das verleiht dem Ganzen einen tiefen philosophischen Touch, finde ich. Es ist der 27. November 2015, der berühmt-berüchtigte Black Friday, an dem alles ganz, ganz, ganz günstig ist und die Leute noch mehr bekloppt sind als ohnehin schon. Und das ist nicht übertrieben. Das sieht man in jedem Einkaufszentrum. Die Leute spinnen völlig. So. Okay, unsere erste Challenge ist schon mal geschafft. Wir sind im Einkaufszentrum. Das war schwer. So. Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für eventuelle Frame-Einbrüche. Das Spiel ist, wie schon der Vorgänger, gnadenlos, was die Performance anbetrifft. Und ich habe hier einen sehr, sehr starken PC. Der spielt normalerweise alles auf 60 Frames ab. Aber das Spiel ist so schlampig programmiert, dass es hier nicht besonders flüssig läuft. Aber ich habe schon auf YouTube gesehen, so geht's auch meinen Let's Player-Kollegen, denen ja, geht's da auch nicht besser. Das Spiel läuft generell sehr scheiße. Schade eigentlich. Vielleicht wird das nächstes Jahr beim Christmas Simulator 3 besser. So, wir können treten, wie ihr schon schön seht. Ja, das habe ich schon lustigerweise ausprobiert. Wir können hier richtig viel Scheiße bauen. So, mein Stuhl spinnt schon wieder. Ich bin froh nächste Woche, wenn ich meinen neuen Stuhl habe. So, was hängt denn da? Oh, ein Feuerlöscher. Ich wittere sehr viel Blödsinn. So. Oh, Schaumparty. Okay. Wollen wir den zuerst mal bearbeiten? Was ist das denn für eine? Hast du deine Jacke verloren? Hallo? Hey, Schlampe, du gehörst doch ins RTL-Nachmittagsprogramm. Okay, die hat bestimmt was geklaut. Oh, nervös, wie die hier rumläuft. Was bist du für einer? Hau ab. So, deine Hose ist geschmacklos. Was? Gamstaff? Ach, Gamstaff. Ist einer der Programmierer. Damage, da hinten steht's auch. Game, so heißt der Entwickler. Ganz einfach Game. So, oh, eine Eisfläche. So, können wir den Eiskehrmann hier ein bisschen bearbeiten. Oh, wir haben irgendwas geschafft. Unleash the power of the mob. Ach, wir haben einen Mob. Was können wir mit dem Mob machen? Wischen! Super! Okay, wir sollten regelmäßig die Challenges beachten. Unten rechts. Enter Caffinch and Ruffington. Das ist der hier. Gehen wir doch mal rein. Okay. Oh, der Hipsterladen. Guckt euch die an. Hey, hast du was geklaut hier? Du klaust hier. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, du klaust. Oh, der Sicherheitsmann ist auch schon hinterher. Ich helf dir, Security. Du hast geklaut. Ich mach dich kaputt. Ich mobb dich weg hier. So. Und wag's noch einmal was zu klauen hier. Muss ich mich hier schon als Hilfspolizist outen? Oh Gott, das Spiel läuft grauenhaft langsam. So, ich muss die Framerate erstmal wieder sich erholen lassen. Oh mein Gott. Das ist wieder ein Feuerlöscher. Den kann ich aber komischerweise nicht nehmen. Hm. Okay, ich sollte hier in diesen Laden gehen. Was bist du für eine? Ich habe jetzt auch gelesen, wir haben hier eine
Selfie-Funktion, und zwar die hier. Wir haben einen Selfie-Stick und... Okay, da haben wir direkt mal ein... Okay, wir machen ein Selfie von der Bekloppten da hinten. So. Hau ab! Und wir können auch irgendwo die Selfie, eine Selfie-Galerie betrachten. So, jetzt sind wir wieder in dem bekloppten Laden. Guck, da stehen wir an hier. Was ein Opfer. Type. So, wir müssen jetzt irgendwas machen. Da unten steht, grab a green Christmas jumper at the window with left click. Ihr habt sie doch nicht alle hier. Haut ab. Komm, durch die Scheibe mit dir. Da ist gar keine Scheibe. So, auch die Püppchen hier. Hau ab. So. Das ist das Richtige. Und wir müssen das jetzt an der Kasse bezahlen. 30 britische Pfund kostet es. Und wie wir oben links sehen, haben wir 146. Alles klar. So, wir haben einen Reward. Einige Rewards sind hier schon aktiviert. Und links sehen wir, was wir noch alles kaufen müssen für unsere Freunde. Das ist quasi die Wunschliste unserer Familie und unserer Freunde. Jetzt haben wir etwas für uns... Nee, das ist das nächste, genau. Für uns selbst wollen wir einen großen Fernseher kaufen. So, machen wir mal ein schönes Selfie hier von dem Depp. Klack. So. Ich glaube, ich hau hier ab. So, aus dem Weg. Ich hab bezahlt. So. Die Musik ist nicht viel besser, aber ein bisschen. Hey, Mr. Mob. Alles klar? Tschüss. So, hier ist der Game Store. Da gehen wir nachher auch mal rein. Was machst du denn hier? Nett. Komischer Typ. So, wisch den mal weg da. So, wir müssen nach TV and Curry. Klingt sehr interessant. Ein Laden, der TV und Curry anbietet. Das ist noch eine Marktlücke. Was machst du denn da schon wieder? Hallo? Hey, du Hipster, du Blöder. Hau ab. Immer diese Drängler. Da ist schon wieder einer. Weg damit. So. Was haben wir denn da? Ein Gasauto. Cool. Können wir das steuern? Natürlich. Okay, es macht sehr nette Geräusche. Wo ich gerade die Geräusche höre. Ich glaube, wir haben auch wieder eine Furzfunktion in diesem Spiel mit F. Genau. Und wenn wir 25 mal furzen, kriegen wir, glaube ich, auch einen Bonus. Moment. Jawohl. 25 Pfund verdienen wir damit. Schade, dass das nicht im wirklichen Leben so geht. Oh, im Moment gibt es bei Masks and More einen Blitzverkauf. Das heißt, alle stürmen dorthin. Das ist alles wirklich wie in Wirklichkeit. Die Leute sind alle so bekloppt. Sie drehen alle durch. Aber ich lasse mich davon mal nicht stören. So, genau wie der hier. So, der landet jetzt mal in der Tanne hier. Tschüss. Hau ab. So, wir müssen zu TV and Curry. Ah, da vorne. TV and Curry. Oh, unlocked first person view mit V. Ach, das ist ja geil. First-Person-View, aber ich finde, so sieht's besser aus. Hey, da ist der Nikolaus da oben. So, jetzt sage ich dem mal, dass ich immer sehr brav war. Hi! Hey, was machst du? Ist aber nicht nett, hier einfach im Eisblock zu verschwinden, Suppel. Hey, der hat mich geschlagen. Hallo, Kaufhausleitung. Guck mir, was der mit mir macht. Ich kann mich nicht wehren gegen den. Guck das doch mal an, ich armer, hilfloser Kunde muss mich hier vom Nikolaus verdreschen lassen. Ich kann mich doch wirklich nicht wehren, es geht doch nicht. So, nochmal draufgefurzt. So. Wo ist er? Hi, Nico. Ach, er ist geflüchtet, okay. Er ist wieder oben auf seinem Platz, alles klar. So, TV and Curry. Da sollten wir einen Fernseher kaufen. A Massive TV Box. Wo gibt's denn da was? Hier gibt's nur Lautsprecher.
Da nicht. Hallo, Lady. Oh. Ich glaube, das ist eine ziemlich schlechte Anmache, die ich hier gerade mache. Aber vielleicht steht sie ja drauf, aber sieht nicht so aus. Vielleicht du? Stehst du auf ein scharfes Aroma? Komm, ich mache ein Selfie. Okay. Take selfies with shoppers. Wow, das gibt stolze 100 Pfund. So, ich furz euch alle pleite. Nix, excuse me. Zisch ab. So, ein Fernseher. Wo kriege ich hier einen Fernseher? Der Schnürker 22 HD. Ist das der richtige? Probieren wir es mal. Beste Möglichkeit, einen Fernseher zu tragen. So, hallo, Verkäuferin. Kann ich den haben? Ich glaube, das ist der verkehrte. Komm, verschwinde. Was ist mit dir? Nix, watch it. Zisch ab. Hey, ich finde die First-Person-Perspektive gar nicht mal so schlecht. So, aber wo kriegen wir hier einen großen Fernseher? Ach hier, 42 Zoll. Na also. Vielleicht ist er ja das. Naja, als Zweitmonitor ganz okay zum Spielen. Hey, was warst du eben für eine? So, ist das jetzt richtig? Yes! 100 Pfund hat er mich gekostet. Alles klärchen. Nächste Aufgabe. For Bay. She's got a kitty kinky. Get her a cat gimp mask at pet provocateur. Da stehst du drauf, ne? Kennst du von zu Hause. So. Wir müssen zu pet provocateur. Was ist denn das hier? Okay, das fand's hier nicht so toll. Hi. Oh Gott, ich mache alles kaputt. So, irgendwo gibt's gerade wieder ein Blitzangebot. Die Leute stürmen wie die Weltmeister. Wahrscheinlich hier bei Girth. Was bist du? Was ist mit dir los? Hi. Wo ist Pet-Provokateur? War das nicht unten im Erdgeschoss? Ich glaube ja. Wollen wir doch mal runter? Mensch, gibt's ja eine Rolltreppe nach unten? Weg! Weg mit euch! So. Was gibt's denn hier Schönes? Die PlayStallion 4.5, die WA XABV. Komm, verschwinde. Und einen Kunden gibt's jetzt auch zu kaufen hier. Was kann ich für dich tun? Hi. Ich bin schon eine anarchistische Drecksau. Kann man wirklich nicht anders sagen. Wo ist denn der Pet-Provokateur? Wo ist denn das komische Geschäft? Anscheinend doch nicht hier. Hallo? Kann ich mal hier vor? Zisch ab. Ach hier, Pet-Provokateur. Unterwäsche für Tiere. Hey, hast du da was geklaut? So, hi Security Guy. Zisch ab. Okay, Dessous für Kühe, das ist echt eine Marktlücke. Und SM-Wäsche für Krokodile, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Ob sich da manche sexuell angezogen fühlen von so einer Maske, ich bin gerade nicht sicher. Was gab's denn hier? Oh, eine Gummipuppenkatze, auch nicht schlecht. Aber ich muss kaufen eine Katzenmaske. Ist das die hier? Ah, ich glaube, das ist die richtige. Habe ich sie? Bin ich sicher? Nee, ich habe sie weggeschmissen. Wollte ich doch nehmen. Ich muss die doch kaufen für mein Kätzchen. Für meine Fetischistenkatze. So, okay. Das läuft gut. Als nächstes müssen wir was für Papa kaufen. Er liebt Oldschool-Printers. Wir müssen einen kaufen at Space Monkey. Ah, da vorne ist es ja schon. Schön.
Ich glaube, das Spiel untertreibt sogar noch. In Wirklichkeit sind Kunden an diesen Black Friday oder an langen Samstagen noch panischer als hier. Der einzig ruhige ist der Putzmann. So, hier ist Girth Muscle Grow Fanatics. Ach so. Das Anabolica Studio. So. Hi, was willst du hier? Sorry! What the fuck? Was ist das? Plung your heart out. Find the string. Ach, guck mal, das ist so ähnlich wie die Zunge im Goat Simulator. Wir haben jetzt hier so einen Klempnerpömpel. Wie geil ist das denn? So, und hier müssen wir jetzt irgendwo einen Drucker finden. Kann ich mir einen runterholen? Haha, okay. Darauf habe ich schon gewartet, auf den Spruch. Das ist doch einer, oder? Ja? Dankeschön! Nehmen. Ich will Drucker kaufen. Und zwar hier. Hey! Alles klärchen. So, deine Kasse hängt schief, Fräulein. Ich will eine Waschmaschine. Komm, gib mir die Waschmaschine. Und was ein schönes Modell. Ich liebe Waschmaschinen. Oh, was gibt's denn da Leckeres? Okay. Alles klar. Ich hab grad gerülpst. Wie hab ich das denn gemacht? Mit B? Oh Leute, ich will ja nie wieder was anderes spielen. Komm, ich mach mal... Wie sehe ich denn aus? Trage ich Lidschatten? Oh, ich bin so sexy, hey. So, okay. Und nochmal hinter dem Chaos, das wir angerichtet haben. So, Wunderbärchen. Na, komm ich ja wieder weg? So, weg. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Sauereien. Mit B und F können wir hier richtig schön Sauereien machen. Ja, hier fühle ich mich wohl. Gucken, was der dazu sagt, wenn ich ihn mal allen rülpse. Hier mal die Ego-Perspektive. Mein Gott, siehst du geil aus. Ist dem völlig egal. Oh gut, das kennt er selber am besten. Furzen? Das findet er nicht so toll. Jawohl, Furz-Challenge. Gib ihm. Passend zu dieser sphärischen Musik. Okay, was müssen wir denn noch machen? Hard Knock Life. Get Takeaway vom Knocky on Heaven's Door. Och, ist das süß. Knocky on Heaven's Door. Ich sehe es schon da oben im Obergeschoss. Könnt ihr mal aufhören, die Rolltreppe falsch rum zu benutzen? Ströht euch kaputt. So, das Spiel läuft gerade mal wieder so richtig schlecht. Aber ich hab's ja schon erwähnt. Das Spiel wäre quasi perfekt, wenn es flüssiger laufen würde, aber im Moment habe ich stolze 4 Frames. Okay. Ah, jetzt hat er sich wieder ein bisschen erholt. Hey! Meine Xbox! Meine Xbox! Her damit! Meine Xbox! Meine Xbox! Okay, du kannst sie behalten. Bist du besoffen? Ich dachte gerade, er hätte eine Waffe hier. Nix is wrong with me. Okay. Nochmal ein schönes Selfie hier. Wo haben wir denn unseren Arm? Halb im Hals, alles klar. So, Knocky. Knocky on Heaven's Door. Halt die Klappe. Ist dir erlaubt, mich hier anzurempeln? Ich pömpel dich fest, Kollege. So. Du, aus meinem Weg. Irgendein Giveaway müssen wir holen. Pasta-Box. Ist das ein Giveaway? Nicht furzen, nehmen. So, ist das richtig? Tatsächlich. Alles klärchen. Und jetzt müssen wir noch was für Mami kaufen. Wir müssen eine Wah kaufen. Ein Wah-Party-Game. Im Game Store. Was ist mit dem los hier? Hi! Ich glaube, es geht los hier. Führen sich hier auf, als wären sie zu Hause. Meat Buns. Legally Fried Chicken. So. Ich kann nicht mehr lange spielen, denn ich habe Befürchtung, dass mir das Spiel gleich abschmiert.
Es läuft gerade richtig unstabil, aber gut. Für die Mutti will ich noch was kaufen, auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwo so eine Putzmaschine gesehen, die würde ich sehr gern mal fahren. So, hier gibt's gerade wieder irgendwo eine Aktion. Ist mir egal. Im Game Store. Kann ich hier runterspringen? Ja, kann ich. Ich bin gut. Gott, jetzt hänge ich hier im Tannenbaum. Oh Tannenbaum, der Herr Dattel hängt im Gartenzaun. Das ist die Putzmaschine. Die wollte... Hey, hör auf mich anzurempeln. Die wollte ich mal nehmen. Hey, cool. Okay, alles klar. Human Vacuuming. Ich kann die Kunden aufsaugen. Cleaner's Rampage. Okay. So, das Spiel läuft gerade wieder mit sehr wenigen Frames, wie ihr sehen könnt. Ich werde auch gleich abbrechen. Ich will nur noch für die Mutti was kaufen. Was wollte die denn haben? Ein War Party Game. Wo gibt's denn das? Ach, hier. Dankeschön. Mutti muss auf jeden Fall was bekommen. Mutti ist die Beste. So, für Mutti? Oh, nee. Warum kann ich das nicht kaufen? Ist das zu teuer im Moment? Oder ist das verkehrt? Schwinde! Ist das verkehrt? Gibt es verschiedene? Ach so, ich habe eine Konsole gekauft. Ich muss ein Spiel nur kaufen. Ein War Party Game. Ah, sag's doch gleich. Da ist es. Das nehme ich. Mutti hat doch schon längst eine Konsole. So, die aber noch nicht. Die klaut gerade eine. Hey! Okay. Und so geht der Spaß weiter. Ich würde noch gern mehrere Parts spielen, aber leider läuft das Spiel wirklich grottenschlecht. Und ich habe es probiert, selbst ohne Aufnahme läuft es einfach nicht besonders gut. Aber die Idee, die ist genial. Es macht mehr Spaß als der Goat Simulator, finde ich. Nur leider ist die Performance halt unter aller Sau. So, deswegen furze ich jetzt hier noch ein bisschen rum. Und sage danke fürs Zuschauen. Das war der Christmas Shopper Simulator 2. Wir sind gespannt, ob es weitergeht im nächsten Jahr. Hoffentlich dann mit einer besseren Performance. So. Ein schöner Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.